In erster Linie, glaube ich, ist das für den Verein natürlich eine ganz, ganz große Sache, die Chance zu haben, im DFB-Pokal zu spielen. Den aktuellen Bedingungen ist es natürlich ein bisschen schwierig, als Amateurfußballer das Pokalfinale zu genießen. Aber man muss natürlich auch auf der anderen Seite sagen, es ist ein Pokalfinale, was wir uns über ein Jahr erspielt haben, erarbeitet haben. Und da freuen wir uns tierisch drauf. Für mich persönlich ist es eine ganz, ganz große Sache. Mein Bruder hat es auch schon gesagt, ich habe 2, 3 Ziele mit ihm mal am Weihnachtsbaum besprochen und dazu zählte vor allem auch das Pokalfinale zu erreichen und das haben wir jetzt schon erreicht und jetzt wollen wir noch einen Schritt weitergehen und hoffentlich den Titel holen. Das ist eine sehr schöne Sache. Familie ist Sasel auf jeden Fall für mich. Ich spiele hier Fußball, seitdem ich 5 Jahre alt bin. Bin vorher aber schon im Verein gewesen beim Babyturn. Für mich ist es immer wieder schön, auf die Anlage zu kommen. Ich kenne ja eigentlich jeden Menschen, jeden Fan, jeden Angestellten mit Vornamen. Wir duzen uns alle. Ich habe mit meinem Bruder vor 7 Jahren, glaube ich, angefangen, hier in der Herren zu arbeiten. Ich wusste vorher schon von seinen Qualitäten als Trainer. Ich habe sie damals bei Concordia gesehen in der Jugend und bei Sasel auch in der Jugend. Für mich war es immer ein Wunsch, mit ihm zu spielen. Und deswegen freue ich mich unglaublich doll, dass es jetzt mit dem Pokalfinale geklappt hat und dass wir halt eine Riesenchance haben, hier was zu erreichen mit dem Verein. Ich glaube, wir haben mit Eintracht Neuerstedt wirklich den stärksten Gegner gezogen. Sie sind in vielen Belangen, glaube ich, die Nummer 1 in Hamburg. Wir rechnen uns unsere Chance aus, auf jeden Fall. Wir sind Underdog, aber wir wissen, was wir können. Und vor allem wissen wir, dass wir an einem Tag auch größere Vereine, vermeintlich größere Vereine schlagen können. Und die Chance probieren wir zu nutzen. Es tut schon sehr weh, muss ich ehrlich sagen. Ich habe hier im Verein sehr, sehr viele Freunde, die in der zweiten, dritten Mannschaft spielen, vierten Mannschaft. Auch in alten Herren, mit denen ich hier angefangen habe, damals im Herrenbereich. Und es gibt wirklich manche, mit denen ich die letzten Jahre das Pokalfinale an der hohen Luft geguckt habe und wir uns insgeheim versprochen haben, dass ich einmal dieses Pokalfinale hier spiele. Jetzt spiele ich das Pokalfinale und jetzt ist es nicht an der hohen Luft, jetzt ist es nicht mit Zuschauern. Dennoch ist es einfach trotzdem was Großes, denke ich, als Fußballer im Pokalfinale zu stehen und eine Chance zu haben, die einmalig ist, im DFB-Pokal aufzutreten. Und deswegen probiere ich das so ein bisschen auszublenden, weil danach fragt keiner mehr, ob ich dann vor Zuschauern gespielt habe oder nicht, sondern es geht letzten Endes darum, ob ich den Pokal gewonnen habe oder nicht. Ein sehr großer Reiz. Also ich glaube, das Los Bayer Leverkusen in der ersten DFB-Pokalrunde ist schon ein sehr, sehr gutes Los. Ich glaube, in Hamburg war es noch nicht so üblich, dass so eine große Mannschaft kam in den letzten Jahren. Deswegen glaube ich, wollen aus meiner Mannschaft alle dieses Spiel haben, diesen Bonus haben und dafür werden wir die Woche jetzt noch anständig arbeiten und am Wochenende probieren, unsere Chance zu nutzen und das Spiel zu gewinnen. Sehr gut, also ich fühle mich wirklich körperlich gut im Moment. Ich habe jetzt gegen Ruhmbergen mal auf einer anderen Position gespielt, die war läuferisch ein bisschen intensiver, weil es ohne Ball gewesen ist, sondern ich musste mehr Wege in die Tiefe machen, aber auch nach hinten. Und ehrlich gesagt war es für mich selbst bei den Witterungsbedingungen in Ordnung. Also ich fühle mich gut und wenn du eine Prozentzahl hören möchtest, bin ich bei 99%. Da bin ich bei 100. Ja, ich glaube, Norderstedt ist spielerisch schon sehr, sehr gut und auch athletisch sind sie in Top-Verfassung. Das heißt, wenn sie den Ball haben und Platz haben, dann wird es sehr schwer, sie zu verteidigen. Das heißt, bei uns kommt es darauf an, dass wir sehr kompakt verteidigen, komplett als Mannschaft verteidigen und unsere Nadelstiche nach vorne setzen und probieren dann auch zu nutzen. Wir sind ein eingeschworener Haufen. Ich glaube, wir verstehen uns alle sehr, sehr gut. Die meisten, die jetzt in der Mannschaft sind, spielen ja auch schon über Jahre hier zusammen. Das heißt, so ein Gerüst ist entstanden, wo es schwer ist, uns auseinanderzubringen. Ich glaube, das sieht man auf dem Platz. Wir sind eine sehr ballsichere Mannschaft. Und jetzt hoffe ich, dass wir am Wochenende noch einen Tick enger zusammenrücken, dass die neuen Spieler, die jetzt vor einem Monat dazugekommen sind, dass die auch da mitmachen und dass wir dann alle gemeinsam das Finale anpacken und unser Bestmögliches geben und probieren, Pokalsieger zu werden.